So, aber da geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter. Gucken mal, was unsere Mannschaft so kriegt. Trotzdem sagen wir für De Rose. 12 Millionen? Wollt ihr das gerade irgendwie ernst meinen? Delegieren. Also weg mit dem Tausch. Anfangsangebot, Mindestverkaufssumme. So, erstmal weg mit dem Scheiß. Weg mit dem komischen Schauspieler, brauche ich nicht. Aber Coutinho gut, okay. So. So, gut, dann geht's heute weiter. Mal gucken, was da noch so passiert. Vielleicht kriegen wir heute noch mal ein bisschen was zu. Tatsächlich. Latza. Was für ein Daumen. 1,4 Millionen für beschickt das. Totten der Malario. Da könnte man aber auch mal auf 40 gehen. Latza. Nee, ich pass auf, ich lehne das ab. Ich brauche ihn auf jeden Fall als Sechser. Ablehnen, weg mit dir. Brauchen wir nicht. Ich weiß, dass er schon ein bisschen was älter ist, aber ich brauche ihn als. Nachdem Kolasinac weg ist, brauche ich ihn als Stabilisator für die Sechser-Position. Das ist ganz klar. Weil, wenn ich den jetzt auch für den Apfel ein Ei rausgebe, bleibt das lieber so. Erstmal. Angebot für Coutinho zurückgezogen. Interessant, Kobo. Okay, das ist ja gut, das ist klar. Coutinho verkauft. 15 Millionen, das heißt, es ist gut. Das heißt, ich kann mir nochmal versuchen, noch eine Position zu verpflichten. Was habe ich denn an Kohle eigentlich? 18 Millionen, weil wenn ich ehrlich bin, gerade den für 18 Millionen zu verpflichten. Für den Fall, dass Alario geht. Warte mal, was hat der? Jetzt habe ich ja 15, scheiße. Warte mal, ob ich den kriegen kann für die Kohle? Angebot absenden. So, versuchen wir den zu verpflichten. Ich greife jetzt gerade ein bisschen vor dem ganzen. Für den Fall, dass jetzt wirklich nochmal komplett alles eingeht. Angebot 20. 10. So, damit kommt Johnny Burkhardt. Das ist gar nicht so schlecht, weil er bei der U21 hat er sehr gut gebrilliert. Und ich habe ihn jetzt für einen relativ günstigen Preis gekriegt. Ja, wie gesagt, mal gucken, was jetzt in der Winterpause noch groß passieren könnte. Nächstes Spiel gegen Bremen, okay, ja, das war klar. Okay, dann geht's jetzt gegen Werder. Kurz mal was gucken. Ja, Coutinho ist ja weg.
So. Ja, ich denke, so passt das. Wenn du die Burg hat, klar, der sitzt jetzt erstmal auf der Bank, aber wird jetzt als Neun nochmal reingeworfen. Rechter Flügel. Ich probiere es einfach mal jetzt gerade so aufzubauen, den Club. Aber wie gesagt, kann ja noch passieren. Was mit Richter passiert, was mit Links passiert. Also, wir haben ja noch ein paar Alternativen. So, dann geht's jetzt gegen Werder heute. So. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Tja, es hat geschneit hier im Rhône-Invest-Weserstadion, liebe Zuschauer. Keine optimalen Bedingungen, aber wir begrüßen Sie dennoch sehr herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga, eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Auf ihn wird es ankommen heute, da bin ich sicher. Und auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch angesichts der... Das Hinspiel ist 0-3-1 ausgegangen für uns. Da haben die Bremer ein Bombenspiel gemacht, haben einfach die Tore dann noch gekriegt am Ende. Da müssen wir heute ein bisschen höllisch aufpassen. Oh, Julinton haben sie geholt. So, okay, geht gleich so los. Geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Heute sehen wir bei Ihnen ein 4-3-3. Buschi, was sagst du dazu? Das ist doch mal eine offensive Ansage. 3 Stürmer. Also, das muss doch nach vorne gehen. Okay, Rassi, ehemaliger Kölner geholt. Ja, pff, mal gucken, was passiert, ne? Hier sehen wir so, unsere Aufstellung quasi nur die Änderung halt, wie gesagt. Eigentlich gar keine Änderung zum letzten Spiel, sondern so sah halt, wie gesagt, der Alex-Sexer. Latze immer mal wieder, Ludewig immer mal wieder, Richter, De Rose, Paulinho hat wohl Angebote, Alario hat wohl Angebote von ihm. Also es sind einige Kandidaten da, die man richtig gut. Dafür sitzt Johnny Bocker zumindest auf der Bank. Den Ex-Mainzer jetzt, Ex-Mainzer für knapp 10 Millionen nur verpflichtet. Also kein schlechter Transfer, bestimmt. Gut, schauen wir mal, was wir heute sehen. So, ja. Paulinho, Becker, guter Ball. Jetzt der Vorstoß. Ecke, na mal hin. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Ja, den wundert's. Aber da musst du durch und... Hups, der ist ja komplett weggerutscht. Das letzte Heimspiel haben sie gewonnen. Heute wollen sie das wiederholen. Und damit liegen sie jetzt vorne in der Tabelle. Ich bin sehr gespannt. Und Darmstadt, Düsseldorf, beide ab. Also Darmstadt sogar abgeschlagen als letzter. Mit nur 3 Punkten jetzt, 18 Spielen. Ja, ich glaube, das wird schwierig werden, dass die nächste Saison noch Bundesliga spielen. Aber gedacht, Fußball ist alles möglich. Vielleicht brauchen wir wieder so eine Rückrunde. Schauen. Aber dann wird sich unser Thema. Wir achten nur auf uns. Wir gucken, dass wir unsere Spiele gewinnen heute und. Also allgemein unsere Spiele gewinnen. Und, aber Bremen wird heute nicht einfach. Das wird ganz klar sein. Wir haben es im Hinspiel gezeigt, dass sie es können. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Der wäre gut gekommen, aber der ja, gut, dass da nochmal was dazwischen, dass ich nochmal dazwischen gekommen bin.
Abseits. Apoguma. Becker. Paulinho. Alario. Mit ein bisschen Glück. Nee, kommt nicht durch. Gegen Agu. Alfredo Morelos. Wieder Agu, der als Linksverteidiger eingegangen geplant ist. Bringt den Ball jetzt in. Hab dich. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Lucas Alario. Alario, das kann eine Karte geben. Also es ist rot wahrscheinlich nicht, aber gelb zumindest. Also gelb muss er dann Minimum geben. Oder gibt er sogar glattrot wegen der Notbremse? Nö, gibt er nicht. Er gibt gelb. Ja, da war. Ja, gut, okay. Es war aber A, weit weg und B. Problem ist, er ist wurscht gewesen. Soll er halt rot geben können. Kommt nicht ganz an. Schade. Defensivbasis gut. Ball ist erstmal weg. Klasse Einsatz. Na, ah, der kommt ein bisschen zu oft da hinten auf der Position. So, da hat noch so seine Probleme da hinten. Oh, Glück gehabt. Nee, nee, kein, nein, 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 nein. Komplett alles gut gelaufen. Es war Ball gespielt, es war kein Foul. Und damit soll das okay sein. Da spielt er den Ball Richtung Außen. Ach, das war doch kein Abseits. Das war doch. Na gut. Lazza, Paulinho. Lucas Alario. Alario. Schöne. Jetzt der Ball auf Marco Richter. Richter! Der Angriff erstmal wieder vorbei. Gute Chance für eine Flanke. Erstmal keine Gefahr. Ah, gut, haben die Bremer es gut gemacht da hinten. Ludwig Augustinsson. Jetzt der Ballverlust. Ja, der Konter kommt. Alario. 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 Nicht. Guter Schuss, aber er hat Pech. Der Ball geht knapp vorbei. Da hat man mal eine Chance. Ja, Schalke braucht gefühlt einen Torjäger momentan. Der Alario trifft nicht. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzugehen. Aber plötzlich bei kommt der Konter. Ne, Pauli. Ecke kommt. In die Mitte. Ja, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist jetzt weg. Ja, Flanke kommt kurz. Ma! Gut geklärt nach der Bremer. Nix Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Ja, guter Pass. Nein, das war doch kein Abseits. Ey, das ist das zweite Mal jetzt mittlerweile, dass du mir den Angriff wegfallst. Mit angeblichem Abseits, obwohl der nicht draußen, weil der bei weitem nicht weg war. Weil der noch einige sogar noch Spieler zweimal dahinter hing. Ja, dann ist Pause, 0 zu 0. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob ihr ein Team in der zweiten Hälfte nochmal mehr ins Risiko geht. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi? Also Wolf, noch ist das zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Sehr, sehr eigenartig zurückhaltend. Ja, heute ist nicht viel, noch nicht viel passiert. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich kann eh nicht. Ich probiere es einfach mal auf Geschwindigkeit zu setzen. Also der neue kommt jetzt gleich. Oder probiert zumindest jetzt. Johnny Bock hat bei der Matte für Alario. Ich kann aber auch nicht sehen. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteil beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torchance. Wird Einwurf geben. Unnötiger Ballverlust. Da gewinnt er den Zweikampf. Vielleicht jetzt mal Burkhardt. Bei Barcelona hat jetzt ein neuer Spieler unterschrieben. Jetzt mal, Marco Richter. Das
ist Alonso ein echter. Und gibt's jetzt. Yes! Ganz, ganz wichtiger als Führung Tor in diesem ganz, ganz engen Duell bisher. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Tor Nummer 12 für Marco Richter. Und Frage, wird's Bock hat. Nur so nebenbei. Richter. Setzt sich durch gegen Augustinsson. Ah, da hat er ein bisschen zu spät gespielt. Den hätte ich früher spielen müssen, ich weiß. Ich dachte mir, ich komme doch da ohne Probleme vorbei und die Flanke kommt noch durch. 2-0. De Rosum. Beiden außen treffen. 58. Natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, die Ecke, der Einwurf von Marco Richter, Becker und Del Rosso 0-2. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld wieder. Super Pass! Ja, das war glückreich. Der Ball war gar nicht mal so schlecht auf Ludewig, aber der passt halt nicht genau in die Start. Der kommt nicht durch. Schmied. Also, zumindest mal 2-0 jetzt gemacht. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Paulinho, Paulinho! Und das war Johnny Bocker, der Mark. Ach, was versucht hat da vorne. Die Gäste werden wechseln. Coutinho jetzt neu. Gleich. Super gehalten eben in der Szene. Weich, eine Aktion. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort, überragend. Sie spielen richtig guten Fußball. Ja, letzte Saison hat man 3 Punkte verpasst. Da hat man die Vizemeistertitel nicht geholt. Guter Vorstoß jetzt. Becker, Schmied, bei ihm gibt Ecke. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Ecke, Richter. Die Ecke kommt. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Ludwig Augustinsson. Ja, einfach mal ein bisschen. Bald ist es soweit. Die Runde der letzten Nacht im deutschen Pokal steht an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Mainz 05. Genau. Okay, gegen Mainz. Ja, wir sind ja auch noch mit dabei. Jetzt kommt die Flanke. Bocca bei ihm. Kommt in die Ecke. Nö, kam dann raus. Kommt jetzt. Meite. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Geht's um Fernandes. Bisschen zu weit dieser. Ja, ein bisschen. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Ja, da wird er nicht spielen. Er bleibt liegen. Und nur die Partie hier unterbrochen. Oh, bitte jetzt keinen Nah, der meiner Leute ausfällt. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichter. Es ist Akpoguma, ja. Der raus muss. Eigentlich wollte ich noch Razzi zerbringen, aber der konnte heute nicht, darf heute nicht ran. Der verletzte Spieler. Für den neuen Mann, bei der Kotschab. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Genau so ist es. 4 Minuten bleiben hier noch. Schöner Ball auf Richter. Macht er den Zack heute zu? Nein, nicht ganz. Ich weiß,
Heute ein schwieriges Spiel, das ist ganz klar. Ja, ist weg. Ich lasse noch auslaufen, ich nehme mir die Zeit mit. Das sind mal ein paar Sekunden, ne? Also zweimal Stuttgart geschlagen, zweimal Bremen geschlagen. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Klasse Pass. Ah, da landet der Ball. Jetzt ist Feierabend, komm. Das ist der Schlusswert. 2-0, drei Punkte, alles andere ist egal. Hauptsache es passt. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Aber Aufgabe ist geschafft. Wie siehst du das? Er macht sein Tor, holt den Sieg, ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genau so hat er sich das vorgestellt. Ja, die Frage ist, wie lange fällt man den Verteidiger aus? Er unterbindet den Also, da wo man so verdient ist, der Sieg. Es war ein ganz, ganz schweres Spiel, aber es war auch das Hinspiel. Aber trotzdem konnten wir uns bei Duellen gegen die Bremer durchsetzen. Das ist so und nicht ganz unwichtig. So, nächstes Spiel steht dann an und dann heißt es im Pokal gegen Leverkusen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da freue ich mich drauf.